Ja, es ist echt ein schöner Abend. Sag mal, wie viel wiegst du eigentlich? Hey, willkommen zum neuen Video. Die meisten meiner Zuschauerinnen sind tatsächlich Mädels. Moment mal, die meisten meiner Zuschauer sind natürlich Mädels. Die Zuschauerinnen sollten, wenn es gut kommt, alle Mädels sein. Oder Frauen oder sowas. Auf jeden Fall seid ihr Frauen oder Mädels, wieso meine ich gerade so, ein bisschen anders wie wir Männer. Und wir sagen manchmal Sachen, die ihr vielleicht nicht gern so hören wollt. Und ich habe jetzt heute einfach mal ein paar Sätze und Aussagen zusammengestellt, wo ich mir denken kann, das würde keine Frau gern hören wollen. Und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Video. Nehmt das Video nicht so ernst, es soll einfach nur ein bisschen witzig sein. Aber gerade an alle Frauen und Mädels, schreibt mir in die Kommentare, welcher Satz euch am meisten zur Weißglut bringen würde. Ich bin gespannt. Viel Spaß beim Video. Ach, Frau am Steuer, ganz ehrlich. Von wegen, du hast nichts zu anziehen. Schau mal, da rein ist es alles voll. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, deine Freundinnen, die sind eh ein bisschen komisch. Alarmstufe rot, sie kommt. Du hast nicht deine Tage, oder? Oh, das ist gerade echt mega, mega süß und lieb von dir. Aber eigentlich stehe ich auf deine beste Freundin, die Steffi. Meinst du, du könntest uns mal irgendwie vorstellen? Also mit meiner Ex-Freundin komme ich wirklich noch super gut aus. Willst du das wirklich alles essen? Ihr, wie ihr mit eurem Frauenkram, könnt ihr euch nicht über irgendwas Normales unterhalten? Ey, wie lange brauchst du denn noch im Bad? Ich meine, wenn du jetzt wieder auf dem Trip bist und eine deiner sinnlosen Diäten machen musst, ist okay. Aber lass mich bitte da raus, ich brauche mein Essen. Geil. Was? Soll ich lieber fahren? Das ist doch jetzt wieder typisch Frau. Du musst einfach nur die Batterie richtig rum reinmachen. Frauen und Technik. Ist halt wieder unmöglich. Oh Steffi, geh doch einfach mal kacken. Ich fühle mich gerade voll geschmeichelt, dass du mir dein Herz ausschüttest. Du hast auch wirklich voll die schönen Augen, in die ich mich verliebt habe. Aber dein Bruder hat dieselben Augen. Ist der eigentlich schwul? Was, bist du jetzt schon wieder so zickig? Nee, ich entscheide, was im Fernsehen läuft und bring mir mal noch ein Bier. Witzig, du erinnerst mich auch irgendwie voll an meine Ex-Freundin. Ey, komm jetzt bitte aus dem Bad raus, wir müssen gehen. Nee, komm, gib her. Ich mach das, das ist Männersache. Ich mach das, du machst das eh nur kaputt. Boah, also ich muss wirklich zugeben, deine Schwester, die ist schon ganz schön heiß. Okay, nächstes Wort. Was hat jede Frau? Zellulite. Ja, genau richtig, weiter. Yes. Hast du eigentlich noch eine dritte Schwester? Du musst mich jetzt nicht anzicken. Hast du das jetzt alles gegessen? Nee, ich mach das nicht. Du bist die Frau. Das ist Frauensache. Oh, du bist gerade auf die Welt? Willkommen in der schwebenden Endcard. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch. Wenn es euch gefallen hat, schreibt noch einen Kommentar. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und letzten beiden Videos sind hier verlinkt und Social Media Links sind unten in der Infobox. Wir sehen uns, haut rein. Ciao.